Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Balloff im Rahmen seiner skeptischen Didaktik an verschiedenen Stellen auf den Begriff des Mediums zu sprechen kommt, auch wenn er keine explizite Medientheorie entworfen hat. Dabei ist in der Folge auch Balloffs Auseinandersetzung mit der Steuerungswissenschaft der Kybernetik von Interesse, da er mit ihr die Schule als Lehrmaschine konstruiert hat, welche die Programmierung der Lernenden ermöglichen soll. Einleitend lässt sich festhalten, dass schon in Theodor Balloffs Anthropologie der Begriff des Mediums auftaucht, da der Mensch sich primär im Medium des Denkens zu gewinnen sucht. Erst dieses Medium des Denkens hebt den Menschen aus der Angst und der Langeweile und setzt ihn in ein reflexives Verhältnis zu sich selbst und zum Seienden. Da es im Unterricht vor allem um die Selbstständigkeit des Denkens im Gespräch geht, ist es in der Folge wörtlich das Medium der Sprache, in dem die Vermittlung von Wissen vor sich gehen muss. Der werdende Mensch, der Lernende, wird von den Lehrenden auf eine sachliche Richtung und Ortsfindung hin im Medium der Sprache angesprochen. Erst dadurch kommen nach Balloff die Sachen in ihrer Sachlichkeit zu Wort. Die Sprache macht dabei auch das Medium der Menschlichkeit aus. Daher attestiert Balloff der Schule insgesamt mehrere kommunikative Funktionen, durch die Menschen in ein Verhältnis zueinander treten. Lehrende und Lernende, Lehrerinnen und Lehrer unter sich, Schülerinnen und Schüler unter sich oder die Schule und die Öffentlichkeit. Insofern wird die Schule selbst zum Ort der intersubjektiven Kommunikation und mithin zum Medium von Personen und Gruppen. Auch Balloffs Definition der Lehrenden kann als rudimentäre Medientheorie begriffen werden, da er als sprachlicher Mittler sachlicher Einsicht um der Wahrheit willen definiert ist. Der Lehrende sorgt für die persönliche Übermittlung von kulturellen Inhalten durch das lebendige Wort. Übrigens findet sich bei Balloff am Rande bereits der Begriff des Medienpädagogen, der eine Definitionsmöglichkeit des Lehrenden darstellt. Die Lehrenden vermitteln den Lernenden auch die überlieferten Bildungsgüter, denen Balloff ebenfalls den Charakter der Medialität attestiert. Denn Bildhauerei, Malerei und Musik bewegen sich im Medium von Stein, Holz, Farbe und Ton. Sie sind über die Generationen hinweg Mittler des Menschen zu sich selbst und haben daher auch einen Mittelcharakter. Bemerkenswert ist dabei, dass Balloff eingehend diskutiert, wie und ob Lernende programmiert werden sollen. Mit dem Aufkommen der Steuerungslehre der Kybernetik geht auch Balloff didaktisch davon aus, dass der Unterricht in maschinenartig organisierten Rückkopplungsschleifen begriffen werden kann, in denen ein Wissenstransfer, eine Übertragung stattfindet. Balloff wörtlich: Das Unterrichten muss programmiert werden. Das ist insofern interessant, als mit der Kybernetik die Frage nach technischen Medien im Unterricht bei Balloff rund um den Begriff der Lehrmaschine eingehend diskutiert wird. Balloff sieht bedenklicherweise den Nutzen der Kybernetik unter anderem in der Möglichkeit, die Schülerinnen ständig und sofort der Richtigkeit ihrer Lernschritte zu versichern und sie unter der Kontrolle dieser Richtigkeit zu halten. Gleichzeitig formuliert Balloff angesichts derart durchsteuerter Schülerinnen und Schüler auch eine Kritik an den technokratischen und totalitären Zügen einer solchen Unterweisung, bewundert aber die Möglichkeiten, die sich durch eine solche kybernetische Pädagogik ergeben. Denn nicht ohne Widerspruch argumentiert Balloff, dass die Programmierung der Lernenden in der Selbstständigkeit des Denkens ihre Grenze findet. Für Theodor Balloff ist bereits das Denken selbst als Primärmedium zu begreifen, in dem die Menschen sich in einer gegebenen Umwelt orientieren. Dabei sind insbesondere das Sprechen und die Sprache Medien zur Welterschließung, da sich nur durch sie die Ordnung der Gegenstände und Sachen ausmachen lässt. Dabei stehen Lehrende und Lernende immer in einem intersubjektiven Kommunikationsverhältnis, wobei der Lehrende als Mittler sachlicher Einsicht um der Wahrheit willen begriffen ist. Dabei werden auch die Bildungsgüter in ihrer Medialität erfasst. Bemerkenswert ist dabei, dass Balloff die Steuerungswissenschaft der Kybernetik aufnimmt, um die Programmierung des Lernenden zu fordern. An verschiedenen Stellen zeigt Balloff sich fasziniert von dem Gedanken an eine Schule als Lehrmaschine. Auch wenn er selbst die Gefahr der Technokratie erkennt, scheint er doch eben diesen Fallen des technokratischen Denkens. Theodor Balloff hat keine eigenständige Medientheorie verfasst. Anhand der Verwendung des Medienbegriffs lassen sich aber medientheoretisch relevante Stellen in Balloffs Didaktik ausmachen. So
So sind Denken und Sprache als anthropologisch grundlegende Medien begriffen, die in verschiedenen Bildungsgütern niedergelegt und dadurch ihrerseits wieder mediatisiert sind. Auch der Lehrende ist als Mittler der Wahrheit gleichsam als Medium begriffen. Bemerkenswert ist Balloffs Auseinandersetzung mit der Steuerungswissenschaft der Kybernetik, die zutiefst mit der Frage nach technischen Medien im Unterricht verbunden ist. Dabei kritisiert Balloff die technokratischen Momente einer kybernetischen Pädagogik, begrüßt aber bedenklicherweise eine Programmierung des Unterrichts. Die Schule wird ihm so zu einer didaktischen Apparatur, zu einer Lehrmaschine.